13 Hochdruckreiniger unterschiedlicher Preis- und Druckklassen im Test. Dabei zeigten sich große Unterschiede in Reinigungsleistung und Zuverlässigkeit. Zwei Modelle bekannter Marken versagten. Das Reinigen wurde draußen in der Praxis geprüft. Außerdem im Labor mit schwarz bemalten Hartschaumplatten, die in immer gleichem Tempo und optimalem Abstand an den Hochdruckdüsen vorbeigeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen, wie gleichmäßig die Reinigung ist. Und an der Breite des Strahls lässt sich ablesen, wie schnell man mit einem Gerät vorankommt. Links ein Gerät, das mit Flachstrahldüse gut reinigt. Rechts der nur ausreichende Güde GHD 165. Obwohl der Güde mit dem höchsten Maximaldruck wirbt, reinigt er am schlechtesten im Test. Auch wenn man den gegen Aufpreis erhältlichen Flächenreiniger verwendet. Links zum Vergleich ein guter Flächenreiniger. Solche Flächen- oder Terrassenreiniger verhindern, dass der gelöste Dreck sich großflächig verteilt oder gegen Hauswände spritzt. Unpraktisch in Sachen Handhabung, die beiden billigsten Testmodelle haben einen starr befestigten Stiel. Das teurere Modell links im Bild hat ein Gelenk eingebaut. Damit lässt es sich deutlich einfacher führen. Ein anderes Handhabungsärgernis zeigte sich bei Stieger und Stanley. Hier muss der Schlauch vor dem Einsatz komplett abgerollt werden. Bei der Nutzung kann der Schlauch knicken. Wie auch bei manch anderem Gerät macht der unflexible, störrische Druckschlauch auch beim Aufwickeln Probleme. Allen Geräten liegt auch eine rotierende Düse bei, auch als Dreckfräse bekannt. Hier schnellt ein fokussierter Strahl hin und her. Die Reinigungsleistung ist damit bei manchen Geräten besser. Aber Vorsicht, bei zu geringem Abstand ist die Reinigung sehr aggressiv. Sogar Beton kann dann leiden. Die beiden billigsten Modelle im Test versagten bei der Haltbarkeitsprüfung. Nilfisk C110.7 und Kercher K2 hielten die 150 für den Dauertest geplanten Betriebsstunden bei weitem nicht durch. Pro Modell prüften wir zwei Geräte. Alle machten schlapp, weil entweder die Pumpe kaputt ging oder die Kohlebürsten verschlissen waren. Qualitätsurteil? Mangelhaft. Von beiden Herstellern waren übrigens die teureren Modelle im Test wesentlich besser. Welche Hochdruckreiniger günstig und gut sind, welche Geräte besonders leise reinigen und welche am einfachsten zu handhaben sind, all das unter test.de/hochdruckreiniger.